Hallo und herzlich willkommen bei Vampire oder Vampyr. Wenn ich das jetzt muss, wie das jetzt wirklich heißt. Ja, wir haben hier noch jemanden Unbekannten. Können wir mit dem schnacken? Nee. Aber ist unbekannt. Okay, also dann können wir noch nicht mit dem schnacken. Vielleicht kommt da noch was. Das ist Dr. Trippus, Dr. Herpes. Wie hieß er? Sprich mit Edgar Swansea. Ja, dann würde ich sagen, wir verfolgen unsere Quest weiter. Wir haben ja jetzt das ganze Krankenhaus in den letzten zwei Folgen kennengelernt. Jetzt würde ich sagen, wir gucken mal. Haben wir überhaupt alle kennengelernt? Nee, zwei fehlen noch. Aber wir haben tatsächlich die meisten kennengelernt. Das ist die Stütze hier. Er ist krank. Er hat Erschöpfung. Er hat Erschöpfung. Es wäre auch gut, ihn zu finden. Das ist Dr. Swansea. Ich guck mal, ob ich was gegen seine Krankheit da einrichten kann. Ich würde mich eigentlich über die Punkte freuen, die wir dadurch bekommen. Wir brauchen eine NACL-Lösung. Kriegen wir die hier? Wir können hier Glasfionen herbekommen. Nee. Können wir vielleicht irgendeine Waffe verbessern? Die hier, das war eigentlich ganz nice. Du kannst deine Waffe mit erforderlichem Bestand auf eine neue Stufe aufwerten. Sie verursachen mehr Schaden und du erhältst außerdem Zugang zu Plätzen zu Modifizierung. Ach hier. Wenn die Waffe trifft. Mhm. Könnten wir theoretisch auch machen. Das wäre sogar um einiges besser, weil ich finde das theoretisch nicht schlecht, wenn wir wieder auf so einen blöden Gegner treffen. Ich würde das mal machen. Und hier könnten wir... Genau hier. Dafür brauchen wir ein Aluminiumfragment. Was brauchen wir denn dafür? Dann brauchen wir noch Blei und Kleid eines gewöhnlichen Griss. Und da können wir auch wieder Blutpunkte verbessern. Blutpunkte, okay. Wir können bis zu 15 Blutpunkte aufnehmen. Jetzt lohnt sich auch die Waffe wieder. Hier, das konnten wir nur einmal verbessern, ne? Ja gut, dann... Das könnten wir mehrfach verbessern. Die Knarre konnten wir verbessern. Und die Pistole. Ich würde tatsächlich hier irgendwie sowas wie ein Schwert mal gerne bekommen. Aber... Nee, wo waren das? Da. Dann würde ich tatsächlich... hier das Amputationsmesser mitnehmen und das nutzen. Wir brauchen eine NACL-Lösung. Vielleicht gehen wir zu unserem Kollegen. Wo war der denn nochmal? Unser Rafim? Keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Da. Chana Rakesh. Genau. Wir brauchen eine NACL-Lösung. Wenn er so etwas hat, das wäre ganz duftikus. Da könnten wir den anderen... Den Typen... NACL. Jo. Davon brauchen wir... 1, 2. Okay. Geld wird also hier auch nochmal eine wichtige Rolle spielen. Gerade bei sowas. Es sei denn, wir finden irgendwann mal alle notwendigen Sachen. Ja, das kann dauern. Und ich hoffe, wir verdienen irgendwann mal anständig Geld. Wir haben ja jetzt im Moment eigentlich... Ja, nichts. Wir haben ja gerade 30 ausgegeben. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ah, guck mal. Kleine Flasche billiger Gin. Wir sollten mehr gucken. Ah, okay. Das lese ich jetzt mal nicht vor, weil sonst... Es macht so viel Spaß. Aber ich muss echt mal ein bisschen weiterkommen. Das ist sonst echt ein Krampf. Hier, wo ist die Erschöpfung? Oh, wir können uns ein Serum herstellen. Will ich aber nicht. Ich möchte das hier herstellen. Gegen Erschöpfung. Der eine Typ hat ja Erschöpfung. Ich guck nochmal, bevor ich hier alles verwende. Erschöpfung. Also, Erschöpfung. So. Ich würde den jetzt erstmal kurz aufsuchen, wenn ich wüsste, wo er ist, natürlich. Ah, hier ist jemand, hier ist jemand. Da ist noch jemand Unbekanntes. Ich guck mich mal gerade hier so ein bisschen um. Weil der war doch eigentlich hier unten. Ist der noch immer da? Das würde mich natürlich freuen. Selbstverständlich. Na, guck mal. Aluminiumpulver. Hey. Genau sowas brauchen wir.
Der war doch hier irgendwo. Ah, da vorne ist noch eine Truhe. Alles mitnehmen, was geht, tatsächlich. Ich habe gemerkt jetzt, dass wir so schon so ein bisschen brauchen. Und hier ist nichts. Ah, da vorne. Ein Unbekannter. Moment. Wer bist du? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Oh, nein. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Okay. Wir fragen ihn erstmal aus. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. Und was tust du hier? This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Okay, und dein Freund? What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. So wie jeder Soldat. Wo ist der? Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Jetzt müssen wir ihn suchen. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Kein Problem. Ja. It's locked, all right. Das heißt, Kanalisation. Kann er hier irgendwo sein? Mal so ganz doof. Also hier ist er schon mal nicht. Das heißt, er wird irgendwo runtergelatscht sein. Okay. So schnell finden wir ihn natürlich jetzt nicht. Und wir suchen ja noch immer den einen Kollegen da. Kann ich den irgendwie aufspüren oder so? Nee. Wir müssen ihn also irgendwie finden. Clyde Hawks, da ist er doch. Oh. Ey, Kumpel. Jeez. Good evening, Mr. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Mhm. Er braucht hier. Mit E war das, ne? You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Er kriegt die Medizin natürlich. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Okay. Das heißt, er erholt sich jetzt glücklicherweise ihr Leben in London. Über den Mann, den sie ins Wasser stießen. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. Sie sind beinahe gestorben. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. First time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. Oh, I guess revenge gives you balls. Wollte er Rache? What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor asshole thought it would be easy to return the favor.
Okay. Überleben um jeden Preis ist das immer so notwendig. Es kann, ich weiß nicht, ob er ein Monster ist, das kann ich einfach nicht sagen. Und für, ob er recht hat, weiß ich nicht. Only the strongest survive, then. Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Ja, das ist halt immer so die Frage. Müssen wir immer überleben? Aber wie gefällt es Ihnen in unserem Krankenhaus? How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. Sehr gut. Gibt es irgendwas auszusetzen? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, or like that. Der ist so widerlich. Alter, was haben Sie im Krankenhaus auszusetzen? What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? Yeah. I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Am besten eine Medaille. Das war das Schlauste, was du je gesagt hast. Wie lange können Sie sich dem Gesetz noch entziehen? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Sie werden bald sterben. Irgendwann sind Sie dran. Wir müssen für alle unsere Taten gerade stehen. Das ist ein so sinnloser Satz, aber ich verrate nicht, was ich gerne machen würde. Oder ich sage nicht viel, um nicht an nicht belangt zu werden. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Dieser Typ, Ada, wir haben, nee, nichts mehr sonst. I'll leave you for now, Mr. Cox. Wer meint, er sei immer ehrlich, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, verstellt sich diese Person umso mehr. So, wir suchen eigentlich noch den Kumpel von ihm, ne? Das ist nicht so einfach. Hier, oh Gott, die müssen wir auch noch retten. Oh Gott, Sean Hampton. Okay, das Problem ist, wir haben jetzt zwei Abteile. Dorothy Crane. Und wir können null machen. Also wir können hier was machen und wir müssen eigentlich zu den Docks nochmal runter. Oh, ist das anstrengend. Okay. Aber das ist cool gemacht. Ich beschwere mich mal nicht. Ich würde halt gerne eigentlich jetzt leveln, aber geht halt nicht. So, wir machen jetzt aber die Queste erstmal weiter. Mal schauen, was passiert. Und danach suchen wir den Typen vielleicht oder sowas. Eigentlich müssten wir Tippett noch fragen, aber das machen wir noch. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic.
I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Es ist so wahr, das habe ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Ah, ich bin ein lebendes Paradoxon, das ist so wahr. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Okay, Eddie, passt schon. Das ist nicht unterhaltsam. Das ist schon irgendwie. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Wir brauchen einander. Das ist immer gut. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay. Lady Ashbury. Dann gucken wir doch mal nach ihr. Wie gesagt, das, die Konfrontation machen wir dann noch. Ich will erstmal nach Lady Ashbury gucken. Das ist Pippa Hawkins. Hawkins. Und die ist also nicht wirklich zierlich. Er hat gesagt, hier irgendwo. Na, guck mal, da hinten. Flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. Hmm. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Ich fühle mich in das Licht geführt. Swansea hat eine Fable für Vampire. Schön, sie zu sehen. Eigentlich, der Rest ist jetzt uninteressant. Jetzt unterhalten wir uns. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Patienten, die Ihnen Probleme bereitet haben, oder ich habe Frage zu Vampiren. Wir helfen ihr erstmal. Es ist, dann können wir die Fragen stellen. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion.
I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Okay. Bedroht sie ein anderer Vampir? Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Was wollen Sie von mir? What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Ja, also deswegen, es erübrigt sich die Frage, warum sie sich nicht selber drum kümmert. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ich muss fragen, ist es wahr? Is it true? Now aren't you the blunt one? Nein. Ich brauche nur Informationen. Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Mm-hmm. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay. Habe ich verstanden? Ich verstehe die Situation sehr gut. So. Ergo, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.